So, du findest offenbar H5P cool, möchtest es benutzen, hast aber vielleicht nicht genug Geld, um irgendwie einen eigenen Server hinzustellen oder willst das nicht machen oder aus irgendwelchen Gründen auch immer. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon ist die Seite apps.zum.de, die können wir uns mal angucken. Also apps.zum.de ist ein Dienst der Zentrale für Unterrichtsmedien und man kann hier tatsächlich kostenlos Inhalte erstellen und hochladen und die gehen auch nicht weg. Man kann die sich dann angucken und kann die eben teilen. Ihr seht hier schon, das sind schon verschiedene Inhalte von anderen Leuten. Die können wir sehen. Also wir könnten uns jetzt zum Beispiel hier Mathe-Vokabeln rund um Extrempunkte, können wir uns angucken. Das ist halt der Deal, ne? Die Inhalte liegen da, ihr könnt die herstellen, ihr könnt die lagern. Aber erstens können die andere sehen, so wie ich die jetzt sehen kann. Die sind sichtbar, die sind auffindbar. Und sie stehen unter einer offenen Lizenz. Das ist so die Bedingung. Das heißt, wenn ihr das kostenlos mitnutzen wollt, also ihr wollt kein Geld ausgeben, müsst ihr irgendeinen Tod sterben. Also in dem Fall müsst ihr eure Sachen noch offen lizenzieren und die sind hier auffindbar. Aber wenn ihr das macht, ihr könnt euch hier einloggen. Ihr seht, ich bin schon eingeloggt. Hier sieht man schon ein kleines Foto von mir. Dann könnt ihr im Prinzip loslegen. Ihr könnt hier nicht nur suchen nach bestehenden Sachen, also ihr könntet hier über diese Filterfunktion könnt ihr sagen, ich suche jetzt bestimmte Inhalte, sondern ihr könnt natürlich auch einfach neue Inhalte erstellen bzw. hochladen. Das heißt, ihr gebt ihnen einen Titel, ihr klassifiziert die ein bisschen und dann könnt ihr hier loslegen und H5P-Inhalte erstellen und später einfach, ich gehe nochmal zurück, nehmen wir einfach die Trinkwasseranalyse. Wenn ihr das nehmt, die haben halt immer auch einen Link, den ihr einfach teilen könnt. Das ist ja nur eine Website so können dann andere Leute auf die Sachen zugreifen. Das heißt, wenn ihr mit Schülerinnen und Schülern oder mit Mittellernenden Inhalte teilen wollt, schickt ihr denen einfach den Link und die gehen dann hier drauf und können die Aufgaben bearbeiten.